Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de EU West Communio. Ja, ich habe wieder ein bisschen was für euch zusammengeschnitten. Und zwar, zum einen seht ihr gerade, wir sind ein bisschen in Zodiac. Da werdet ihr gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr sehen. Ja, Projekt Damage Push haben wir natürlich auch wieder ernst genommen. Da wird gleich ein bisschen was passieren. Das folgt tatsächlich jetzt gleich sogar direkt nach dem Intro. Ist eine längere Sequenz und ja, Selis und so weiter habe ich natürlich auch wieder alles gelesen. Ja, werdet ihr gleich alles sehen, ne? P-Versuch hatten wir leider noch nicht, aber lasst euch überraschen, kurzer Cut. So Leute, ich habe mich dann doch nochmal dazu entschieden, dass wir da Gifty noch ein bisschen weitermachen. Die 10 Teufel sind zwar ganz nett, aber ich will ein bisschen mehr DSS, auch für Metins und so weiter. Deswegen, wir switchen jetzt weiter und ich würde sagen, ja, so um die 35 DSS hätte ich gerne. Ungefähr. Wenn es jetzt ein bisschen weniger wird, ist auch okay. Aber es soll auf jeden Fall über 30 werden. So. Ey, das sieht bisher echt, echt schlecht aus. 18, 16, na, minus 5, Alter. DSS 10 Teufel 8 Ohnmacht. Ja, ist besser als davor, aber wir wollen mehr DSS haben. Ich wäre auch mit 48 zufrieden. Mann, ey, 10 DSS, 11, 1, ey, die letzten drei, wie viele Switcher ich da jetzt schon draufgezogen habe. Meine Güte, komm schön, Junge. 19, geil. 15, geil, der letzte, 48. Prophezeiung? 12. Ja gut, dann muss ich einen kurzen Cut machen, wa? So Leute, es geht weiter. Ich habe hier 8 Switcher, ich bin auf einem anderen Account, da habe ich noch ein paar mehr Münzen. 18 DSS, ah, komm schon, Junge. Minus 3, 10, ah, Mann, ey. 14, komm schon. Irgendwas über 30, mach doch nicht so. 2 DSS, 6. So, dritte Runde, komm schon, Junge. Minus 1, 1. 7, 4, ey, gönn doch mal, was ist denn das? 8, 17, oh mein, holy shit, nice, 41 DSS, 8 Wit, 20 Tiere, 10 ESO, ja, kann man lassen, wa? Holy shit, nice, ey. Nice. Ja, ich denke mal, mit dem Gift, die haben wir auf jeden Fall bei Projekt Damage Push ein, zwei Punkte aufgeholt. Gleich werden wir auch auf jeden Fall noch das Gifty vom Damage her testen. Und ihr seht gerade, ich habe ein paar Dias gekauft. Die werden wir jetzt mal versuchen zu uppen. Und ja, ob was klappt oder nicht, seht ihr jetzt. So Leute, Projekt Alchi geht weiter und ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, dass ich ein bisschen Dias uppen werde. Die sind gerade sehr, sehr billig. Ich habe zwar nur einen Rubin, den habe ich aber eigentlich nur gekauft, weil er super, super billig war. Ja, wir uppen jetzt mal direkt einen legendären Crab, das ist gut. Und noch ein legendärer, auch komplett Crab. Hey gut Leute, der wird jetzt mythisch und hat FKS-Dev drauf. Komm schon, Junge. Ach ja, ja, wir haben noch ein bisschen Young. Ich guck mal, ob ein Legendärer auf dem Markt ist. Moment. So, es geht weiter. Ich habe 2 bekommen für 16 Kaker und der billigste Legendäre war für, ich glaube, knapp 50 drin. Da habe ich halt quasi 2 Versuche, da noch einen Legendären rauszumachen. Und es hat sofort funktioniert, das ist gut. Und, ja, 2 Boni, aber die sind irrelevant eigentlich. So, komm schon, Jung. Werd mythisch und hab FKS-Dev. Tu es! Du! Ja, gut,
Ich glaube, da muss ich erstmal noch mal ein bisschen Yang machen. Ach ja, kurzer Cut. So Leute, ich habe natürlich mal geguckt, wie viel Damage mache ich so am Mädchen. Ist so 3-3-2 ungefähr und ich habe nicht mal Lolli, ne? Das heißt, irgendwie mit Lolli oder so werde ich, denke ich, locker über die 4K kommen. Ich glaube, hier dieser Kraftstein, bringt der was am Mädchen? Ne, bringt nichts. Okay, also ich denke, dass wir da deutlich noch mehr Schaden raushauen können. Moment, ich muss mal einen Handschuh reintun. Sorry. Machen wir mal flott. Aber ich bin sehr zufrieden bisher mit den Gifty. Wenn ich dann auch noch Aura-P habe, ich denke, das kann guten Damage machen. Das kann auf jeden Fall guten Damage machen. Ja, ist natürlich super lucky gewesen mit den Switchern, ne? So, ja gut, habt ihr den Damage gesehen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn es wieder ein Lolli gibt oder so, wie viel Damage ich dann mache. Das werde ich euch dann aber auch auf jeden Fall noch zeigen. Ich mache nochmal einen kurzen Cut. Ja, nach dem Switch-Luck am Gifty habe ich mich dann nochmal an einem Helm versucht. Ich wollte eigentlich nur irgendeine Def haben und wenn ich irgendwie noch ein bisschen Glück habe oder so, irgendwie noch Blut oder Gift dabei oder so, das wäre cool gewesen. Ja, hat nicht so gut geklappt, sagen wir mal so, ne? Ich habe dann einfach nur 15 Blitz gehabt, habe ich dann gelassen, weil ich ja doch schon irgendwo den einen oder anderen Switcher verballert habe und von daher muss langen. So Leute, es geht weiter. Ich konnte mir doch noch zwei Antike kaufen, aber ihr seht, das Yang ist jetzt gar nicht mal mehr so flüssig bei mir. Ja komm, legendär, klapp einfach, Junge, tu es. Da. Ja gut, da muss ich halt definitiv jetzt ein bisschen Yang machen, dass ich mir noch so ein, zwei Antike kaufen könnte. Ja, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. So legendärer ist da, um geabt zu werden und von daher. Ja, wisst ihr, was die Mission ist? Kurzer Cut. So, Leute, jetzt will ich einen Mythischen sehen hier. Hab wieder einen Antiken gekauft. Für den zweiten wird knapp. Wir versuchen es jetzt aber mal. Los, Jung. Mach legendär. Aha. Boni, Widerstand gegen Fertigkeitsschaden. Wäre nice, wenn du jetzt auf Mythisch klappst und dann dieselben Boni hast. Einer reicht mir. Ein Boni. Ich brauche nur diesen einzigen. Komm schon, Junge. Hast du irgendein Boni? Ja. Ich mach mal einen kurzen Cut, ne? Ja, rückwirkend, Leute, glaube ich, dass ich besser den legendären mit FKS-Widerstand besser verkauft hätte. Ich glaube, der wäre relativ gut sogar weggegangen. Allerdings hat es mich dann doch, glaube ich, zu sehr in den Finger gejuckt, als dass ich darüber nachgedacht hätte. Wäre rückwirkend besser gewesen, glaube ich. Aber so, irgendwann muss es ja mal passieren, ne? Und zu viel Zeit will man ja auch nicht verschwenden mit dem Verkaufen und so weiter. Und ja, deswegen habe ich halt einfach gehabt, denke ich. Ich habe nicht viel nachgedacht, bin ich ehrlich. So, Zodiac und so weiter haben wir gemacht. Und ihr seht gerade, ich habe zuerst gedacht, ey, Zodiac-Schwert, geile Sache, war aber eine Klinge, aber wir hatten einen Sucher in der Gruppe und von daher hat das auch ganz gut gepasst, hab das dann natürlich direkt abgegeben, ich sehe gerade die Aufnahme ist ein bisschen lang, musste noch die Pets wegtun, habe ich dann halt in TS gesagt und so, ja, habe ich dann natürlich direkt abgegeben, ob was draus geworden ist oder so, weiß ich gar nicht, muss ich gleich mal in TS fragen, ja, auf jeden Fall haben wir ein paar Runs gemacht. Hat auf jeden Fall gut Yang gefressen und ich brauche die Zodiac-Schutulen eigentlich gerade noch gar nicht. Ja, was soll's. Ich habe aber noch ein paar Truhen gesammelt. Die Openings seht ihr jetzt. So, Leute, der nächste Händler und wir machen jetzt mal zusammen die Zodiac-Truhen auf. Aber vorher machen wir noch hier die Fragmentkisten auf. Dreimal graues Fragment und in zwei FBs. Heftig geschlagen schon wieder. Naja, gut, da müssen jetzt die Truhen raushauen. Komm schon, Junge. Band, Pfirsichblütenwein und komm, Zodiac-Waffe. Ach ja, Lykana, Zodiac-Harnisch. Ja, geht besser, ne? Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Kurzer Cut. So, Leute, Runde 2. Ich habe hier nochmal zwei Zodiac-Truhen. Die erste machen wir sofort auf. Schamanen-Harnisch. Zodiac-Kleidung heißt die. Komm, da machen wir jetzt graues Fragment, schon wieder Fertigkeitsbuch. Blaues Fragment, was für ein Level ist das denn? 60 bis 64. Grünes Fragment und nochmal ein Fertigkeitsbuch.
Das hat sich ja mal null gelohnt. Mann, Mann, Mann. Okay, letzte Truhe noch. Komm schon. Eine Zodiac-Waffe. Ah, Schulterband. Ach ja. Aber immerhin haben wir eine Waffe bekommen, ne? War zwar nicht für Krieger, aber was soll's. Ich mach nur mal einen kurzen Cut. Und zu guter Letzt noch ein kleines Outro. Das war's für diese Folge. Alle Social-Media-Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie mein Reflink zu Meteen 2 und mein Amazon Gaming-Equipment. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.